Ich sehe dich so vor mir stehen, unglaublich schön. Vielleicht hab ich ein Bier zu viel und sollte jetzt gehen. Mein Gott, wie ich nach Worten such und finde nicht eins für das, was ich dir sagen will. Kenne ich keins. Du sagst, du musst jetzt langsam los. Ich nicke, ja, ja. Warum zur Hölle sag ich nicht? Bleib bitte da. Ich bin nicht verliebt, schon gar nicht in dich. Wie kommst du darauf? Das ist lächerlich. Sehe ich denn so aus, als ob ich so einer wäre? Ich bin unverwundbar, das passiert mir nicht mehr. Ich bin nicht verliebt, selbst wenn das so wär, würd ich's dir nicht sagen, das wär völlig verkehrt. Solange ich nicht weiß, ob es dir auch so geht, bin ich nicht verliebt und du tust mir nicht weh. Ich bin unverwundbar. In mir schreit alles, sag doch was. Und doch bleib ich stumm. Oh Gott, ich hasse mich dafür. Männer sind dumm. Du lächelst und reichst mir die Hand. Vielleicht bis bald. Ich lächle dich verlegen an. Man sieht sich halt. Langsam öffnest du die Tür und fragst mich, bist du morgen hier? Dieselbe Zeit, dieselbe Bar. Ich flehe, ja, ja. Ich bin nicht verliebt, schon gar nicht in dich. Wie kommst du darauf? Das ist lächerlich. Seh ich denn so aus, als ob ich so einer wär? Ich bin nun verwundbar, das passiert mir nicht mehr. Ich bin nicht verliebt, selbst wenn das so wär, würd ich dir nicht sagen, das wär völlig. Solange ich nicht weiß, ob es dir auch so geht, bin ich nicht verliebt und du tust mir nicht weh. Tust mir nicht weh. Tust mir nicht weh. Ich bin nicht verliebt. Wie kommst du darauf? Das ist lächerlich. Sehe ich denn so aus, als ob ich so einer wär? Ich bin nun verwundbar, das passiert mir nicht mehr. Ich bin nicht verliebt, selbst wenn das so wär, würde ich dir nicht sagen, das wär völlig verkehrt. Ich wette mal, dass Sie diese Stimme erkannt haben, denn die ist charakteristisch. Muss man wirklich sagen. Er sitzt mir gegenüber, Matthias Reim. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo. Unverwundbar heißt das neue Album. Daraus haben wir gerade die aktuelle Single gehört. Das Album ist auch noch nicht so lange raus, kommt jetzt gerade erst so richtig. Seit Montag ist es in den Läden. Seit Montag, guck mal, da sind wir ja richtig, richtig aktuell. Aktuell. Und dieser Titel heißt Ich bin nicht verliebt oder im Untertitel Unverwundbar. Ja. Ich glaube, du hältst dich gar nicht für unverwundbar. Ne? Was steckt hinter diesem Wortspiel? Ich offenbare ja wieder mal die Seele des Mannes. Ah, gut. Ja, der alle Tricks verwendet, um sich nicht erwischen zu lassen. Also erwischen bei Emotionen, die er zeigt. Die zeigt er erst dann, wenn er 100% sicher ist, dass es nicht ins Auge geht und dass er nicht ins Fettnäpfchen tritt, dass er keinen Korb kriegt, weil das würde ja seine Unverwundbarkeit zerstören. Genau, das Ego so ein bisschen. Das Ego, das Macho-Tum. Herrlich. Aber du bist doch kein Macho. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Ich versuche immer einer zu sein, aber das natürlich mit dem Augenzwinkern. Ja, klar. Ist auch sicher so ein bisschen Inhalt deines neuen Albums, ne? Deswegen auch der Titel. Weil ich habe eine Studie über das männliche Wesen gemacht. Aha. Mache ich eigentlich schon seit ein paar Jahren, weil ich das einfach herrlich finde, dass wie dumm Männer sind. Okay, manchmal können sie, glaube ich, ja,
schon ein bisschen, stehen ein bisschen auf der Leitung. Ja, sie sind einfach langsamer. Ja. Und das muss man den Mädels erklären. Aha. Und das bist du jetzt oder hast du gerade getan oder da bist du dabei? Ja, es funktioniert auch. Also wir sehen es also auch bei Konzerten oder so, wie viele junge Pärchen da kommen. Mhm. Ja, und wo er sie dann oft anguckt und siehst du, sag ich doch. Ja. Also tust du ja eigentlich so ein bisschen was zur Verständigung zwischen den Geschlechtern. Unbedingt, da habe ich schon immer dran gearbeitet. Es gibt so ein anderes Zitat noch. Ich erachte Unverwundbar, also dieses neue Album, als meine Doktorarbeit. Also habe ich jetzt hier gelesen. So. Ja. Ja. Warum das? Ich glaube, abgesehen von Soundgeschichten, das sind also so Produzenten in Inside-Geschichten, also wie man produziert, wie man mit Drums, mit Bass und so weiter arbeitet, das ist wirklich auf den Punkt gelungen. Das andere ist, dass der Reim wirklich auch durch die Erfahrungen der letzten Jahre, auch die musikalischen, auch des erlebten Comebacks, wirklich weiß, was ich musikalisch machen will. Ich bin musikalisch am Ziel. Ich habe wirklich meinen Stil gefunden, meine Message gefunden und mein Publikum wiedergefunden. Aber ich denke mal, dass da so ein bisschen das Private auch mit eine Rolle spielt. Also ich sag mal, wenn man mit sich selber auch privat im Reinen ist, ich glaube, dann liefert man auch irgendwie eine andere Arbeit ab. Ist das richtig? So kann man, ich glaube, man ist dann schon besser. Und ich arbeite in einem sehr, sehr entspannten und sehr glücklichen Zuhause inzwischen. Habe gelebt, geliebt, viel erlebt. Ich kann also wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ja. Und habe einfach, wie man leider Gottes nicht, na, gucken wir mal, wie man weiß. Und ich habe ein fantastisches Autorenteam. Mhm. Das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert. Und du hast dich auch ein sehr gutes Studio, wo du gut produzieren kannst. Das kann man so sagen. Wir haben es in einer schönen Atmosphäre. Wir arbeiten meistens im Winter auf Mallorca. Ja. Und mein Co-Komponist, Co-Texter ist ein begnadeter Koch. Das heißt, er läuft immer mit Kochlöffel und seinem Notizzettel zwischen Küche und Studio hin und her. Und das macht wirklich so viel Spaß. Und wenn man dann trotzdem noch auch im Winter sich mal raussetzen kann, zwar mit einer Jacke und trinkt so ein Kaffee con Leche und sinniert, was man denn nun weitermachen könnte, ist eine tolle Arbeitsatmosphäre und es ist hell. Es wird ja erst abends um 6 auch im tiefen November in Mallorca, da im Süden dunkel. Genau. Und das tut der Seele gut. Also Kochlöffel und Studio, das ist eigentlich eine gute Kombination, muss ich sagen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der nächste Titel heißt Wie man liebt. Wir waren jung, so wild und frei. Doch als die Schule kam, war das vorbei. Sie stopften uns mit Wissen aus. Mit allem Möglichen, was man nie braucht. Physik, Chemie und Algebra. Und wann Napoleon in Russland war. Und wie der Mensch sich hier vermehrt. Gott und die Propheten, was Sünde ist und Beten. Alles hat man uns gelehrt. Doch wie man liebt, das hat uns beigebracht. Ich weiß bis heute noch nicht genau, wie man das richtig macht. Ich hab geglaubt, das wäre ganz einfach. Das kann doch jeder hier. Doch dass man lieben lernen muss, weiß ich erst von dir. Wir lernten, wie man ruhig sitzt und die Entfernung zu den Sternen misst, wie man korrekt die Wörter trennt und Zahlenreihen aneinander hängt und auch wann Rom einst unterging und wie man Feinde an den Galgen hing, warum die Welt Armeen braucht, alles über Kriege, Niederlagen, Siege. Man hat mir der Kopf geraucht. Doch wie man liebt, das hat uns keiner beigebracht. Ich weiß bis heute noch nicht genau, wie man das richtig macht. Ich hab geglaubt, das wäre ganz einfach. Das kann doch jeder hier. Doch dass man lieben ich erst von dir. Was interessiert's mich, warum Atom sich spalten muss?
viel lieber schon viel früher mehr über dieses Ding gewusst. Doch wie man liebt, das hat uns keiner beigebracht. Nein, für das Wichtigste der Welt gibt's heute noch kein Fach. Das kann doch jeder hier. Doch dass man lieben lernen muss, weiß ich erst von dir. Das kann doch jeder hier. Doch dass man lieben lernen muss, weiß ich erst von dir. Was hat der Titel mit Bildung zu tun? Eine ganze Menge. Ich erzähle ja, dass mir irgendwann mal aufgefallen ist, dass wir alle, was das Leben und die Liebe angeht, ungebildet sind. Mhm. Ja, weil das ist ja etwas, was man wirklich, also sprich Konfliktverarbeitung, soziales Verhalten in Beziehungen etc. etc. Ich konnte mir ein Beispiel an meine Eltern nehmen, die mir wirklich eine tolle Ehe vorgelebt haben. Ja. Ich habe es jetzt nicht direkt nachmachen können, das ist mir nicht gelungen, aber immerhin hatte ich... Ja, man hat eben den guten Willen, aber es geht ja darum, kann man lieben in dem Sinne, sich verständigen, sich auseinandersetzen, harmonisch leben, kann man das erlernen. Ich glaube, man kann da durchaus was für tun. Mhm. Ja, so Konfliktberatung in der Schule. Ganz oder, genau. Oder auch einfach... Wie funktioniert was? Ich meine das jetzt nicht sexuell natürlich, sondern wie funktionieren Beziehungen? Warum bleiben sie erhalten? Welche gehen nicht? Statistiken, soziale Herkunft, Unterschiede, geht das? Ist das so kombiniert? Ein super Fach wäre das. Das ist, stimmt. Wir haben gerade so ein bisschen ohnehin in der letzten Stunde so über die Veränderung in der Gesellschaft, der Ton wird schärfer, nicht? Unsere Politiker machen es uns ja teilweise auch vor, in Fernsehduellen und dergleichen mehr. Ja, furchtbar. Und ja, muss man einfach mal sagen, und wie ist das in der Gesellschaft? Das ist so etwas, was sich da fortsetzt. Es ging da so ein bisschen auch um den Reiseknigge. Also man kann ja das Leben, wenn man mit der Bahn fährt, in vollen Zügen genießen. Ich kenn's das ja. Genau, ja, wunderbar. Und naja, da hatten wir gerade vorhin so einen ganz netten Beitrag darüber, was so da so alles passiert. Und gerade so dieses Zwischenmenschliche, man fragt sich manchmal, okay, welche Werte gelten noch? Und welche werden noch mit Füßen getreten? Ne? Mhm. Und ich denke, das ist etwas, worum es dir auch gerade geht. Eben nicht nur zwischen Mann und Frau, natürlich auch, aber eben auch generell zwischen Menschen. Richtig. Ja. Dann können wir, weil dann müssen wir alle mal wieder ein bisschen was lernen. Ja. Und uns bestimmt nicht von unseren Politikern etwas vorleben lassen, weil das ist ziemlich grausam im Moment. Ja, teilweise schon, muss man einfach mal sagen. Ich habe gerade mal vorhin noch, wir hatten noch drüber gesprochen, nachgedacht, wann das war mit deinem Hit Verdammt, ich lieb dich. Ist lang her. Ist lang her, das wäre doch eine gute Quizfrage. Stimmt. Ich werf das mal so ein. Wollen wir das mal so stehen lassen? Genau, dann sagen wir es jetzt nicht. Ja, wir sagen denn wir haben nicht. Nämlich nachher noch 5 CDs von dir, 5 Alben zu verlosen. Kollege nickt auch, sagt auch gut. Okay, also Kollege Matthias Wilms. Dann sagen wir es jetzt nicht. Gut. Wer will, kann inzwischen ja schon mal ein bisschen forschen. Ne? Richtig. Ganz genau. Viele wissen das aber auch. Viele wissen das auch. Aber danach war so eine Zeit, wo es ja erst mal ein bisschen ruhig wurde um dich. Ich habe alles erlebt. Ich habe ja den Sternflug mit Verdammt, ich lieb dich. Ich habe geträumt von dir. Ich habe mich so auf dich gefreut. Genau. Dann ging es ins tiefe Tal der Stille, Ende der 90er Jahre. Dann passierte mir alles, was einem jungen Mann nicht passieren sollte. Aber ich habe es überlebt und durfte dann im 2001, 2002 hatte ich das Glück, ein gigantisches Comeback erleben zu dürfen. Mhm. Und das geht immer weiter. Ich denke aber so Talsohlen, die ja, glaube ich, jeder mal irgendwo hat im Leben, die machen einen stark. Natürlich. Ist so, ne? Natürlich. Und ich glaube sogar, dass die
auch sehr öffentlich gelebte Talsohle mit die Ursache war, dass ich wieder akzeptiert wurde, dass ich auch selbst etwas zu sagen hatte. Ja, ein alter Produzent, bei dem ich gelernt habe früher, der sagte immer, nur hungrige Musiker sind gute Musiker. Ja, da ist irgendwo ein kleines bisschen manchmal was dran, also zumindest in den Anfängen. Und mir, ich muss sagen, alles in allem, mir tat das eigentlich ganz gut. Ich kam wieder auf die Füße, ich erkannte Werte, ich erkannte Glück, habe festgestellt, dass Geld zwar ganz nett ist, aber mit Glücklichsein definitiv nicht viel zu tun hat. Tat mir ganz gut. Also wir freuen uns jedenfalls, dass es dir wieder richtig gut geht und dass du uns was Neues mitgebracht hast. Und da hören wir jetzt ein weiteres Stück, und zwar Als ich fortging. Als ich fortging, war die Straße steil, kehr wieder um. Nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um. Red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kenn ja selber, was dir heut widerfährt. Als ich fortging, waren die Arme leer, kehr wieder um. Mach's ihr leichter, einmal mehr, nicht so schwer. Als ich fortging, kam ein Wind zu wach, warf mich nicht um. Unter ihrem Tränendach war ich schwach. Ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Nichts ist von Dauer, was keiner recht will. Auch die Trauer wird dann sein, schwach und klein. Bis zum letzten Ton auskosten, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist schön, ne? Ja, wunderschön. Wobei dem aufmerksamen Zuhörer ja nicht entgangen sein dürfte, dass du nicht alleine gesungen hast. Nein. Du hattest noch einen Partner dabei. Ja, und zwar ist dieser Song war ein Riesenhit in der DDR. Ja. 1987. Und das ist der Originalsänger der DDR-Band, also auch sehr bekannt da drüben, Karussell, das Michaelis. Und ich habe den Song entdeckt, eigentlich auf einer meiner Reisen, hört ihn und habe gesagt, ich packe den aufs nächste Album. Und wir haben es mal testweise
probiert im ausverkauften Dresdner Kulturpalast ein Konzert in diesem Jahr. Verstehe. Und dann rief Dirk an und sagt, ich bin da, kann ich das Konzert sehen? Ich habe gesagt, nur wenn du den Song mit mir zusammen machst. Ah, super. Und das war so ein wunderschöner, verbindender Abend, auch mit dem Publikum, dass wir gesagt haben, komm, das produzieren wir so und das packen wir auch als Duettversion mit auf das Album Unverwundbar. Kanntest du ihn denn vorher? Nee, auch nicht. Nein, auch nicht. Auch nicht. Ich wusste auch nicht, aus wem die Band bestand. Ich hatte den Song wirklich nachts auf der Autobahn zufällig gehört und habe dann einen Freund angerufen, kennst du den Titel? Und der kannte ihn. Wie man so schön sagt, wie das Leben manchmal so spielt. Ja. Nee, ist wirklich sehr schön, als ich fortging. Aber wir wollten gleich, bevor wir zur Verlosung kommen, noch ein Wort zu dem nächsten Titel, also zu dem letzten von dir für heute. Es werden noch weitere Folgen in diesem Programm, da bin ich ganz sicher. Aber einen haben wir noch von dir, egal was soll's. Ist das so ein bisschen auch Bilanz? Ja, das ist Bilanz. Es ist wirklich autobiografisch und ist eigentlich das Lied über mein Leben. Mhm. Also das heißt, wenn mal was schief geht, egal was soll's, aufstehen und weiter. Richtig. So interpretiere ich das einfach. Und vor allem gucken, was man wirklich hat. Mhm. Richtig, ja. Und es erkennen. Die eigene Gesundheit ist immer noch das Wichtigste. Ja, und das Glück drumherum. Richtig. Ja, Matthias, ich darf mich herzlich bedanken für deinen Besuch hier. Ja, es war schön hier in meiner alten Heimat. Ja, du bist ja ein gebürtiger Nordhesse, muss man sagen. Ich bin echter Nordhesse. Ja. Und ich fahre immer so gern durch die Gegend. Und vor allen Dingen bei so einem Wetter wie heute ist es ja ein Traum. Das ist ganz klar, das stimmt. Darf man fragen, wo du genau geboren wurdest? Geboren wurde ich in Korbach. Ja. Im Jahre 1957. Ups. Oh, jetzt haben wir es. Ja, da wollte ich jetzt nicht drüber sprechen. Da reden wir. Und aufgewachsen bin ich in Homberg an der Efze, also 25 Kilometer südlich von Kassel. Also ein echter Nordhesse. Ein echter. Ja, herzlichen Dank nochmal für den Besuch und dir alles Gute, toi, toi, toi. Danke. Und ich bin sicher, das Album, wird sich gut etablieren. Ich hoffe und glaube auch dran. Ja, glaube ich auch. Jetzt haben wir aber 5 handsignierte Alben, 5 handsignierte CDs, also die neue, aus der wir gerade die Titel gehört haben und noch einen hören, von Matthias Reim. Unverwundbar heißt sie. Aber Sie müssen eine kleine Frage beantworten. Sie haben es ja schon, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet und vielleicht haben Sie es mitbekommen. Wann hatte Matthias Reim seinen großen Hit Verdammt, ich lieb dich? Mhm. Verdammt, ich lieb dich nicht oder ich lieb dich nicht. Ne? Ja. So ist er. Verdammt, ich lieb dich. Wann war das? Das Jahr möchten wir gerne wissen von Ihnen. 01805 944 449 ist die Telefonnummer. Wie immer der Hinweis, 12 Cent kostet es pro Anruf. Also nochmal die Frage, in welchem Jahr hatte Matthias Reim seinen großen Hit Verdammt, ich lieb dich. 01805 944 449. So, jetzt wollen wir mal warten, ne? Ja, jetzt warten wir mal, kommt Leute, das wisst ihr. Ach, natürlich. Das ist eine leichte Frage. Ja, dir nochmal vielen Dank, schönen Heimweg. Wie gesagt, danke, alles Gute. Und bis ganz bald wieder hier. Genau. Zieh durch die Straßen bis nach Mitternacht, hab das früher auch gern gemacht. Ich brauch ich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wär. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du'n Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's oder nicht. Passte nicht in deine heile Welt, doch die und du ist, was mir jetzt so fehlt. Ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an voll Hohn. Es klingelt aber nicht. Sie
es, was den Mann so braucht. Doch niemand, niemand sagt drauf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich.